Der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, im letzten Jahr fanden die Europawahlen statt und ich erinnere mich noch gut daran. Die öffentliche Debatte war etwas einseitig. Auf der einen Seite standen die Medien, sie haben das Thema Europa sehr kräftig debattiert von verschiedenen Seiten. Auf der anderen Seite die Öffentlichkeit. Naja, da war die Debatte noch etwas ausbaufähig. Und das Mittel, das beste Mittel gegen diese asymmetrische Debatte kann es nur sein, dass Europa näher zu den Menschen kommen muss. Und das geht nur über einen Weg. Die europäischen Institutionen müssen klar und deutlich machen, dass die Probleme, die innerhalb der Europäischen Union bestehen, Probleme, die die Menschen ausgesetzt sind, auch tatsächlich begegnen können mit konkreten Verbesserungen. Und ein Blick in das Arbeitsprogramm 2015 zeigt deutlich, es kann ein Aufbruchssignal sein. Zwei Punkte möchte ich rausgreifen. Zum einen, die Kommission beschränkt sich jetzt erstmals, auch schwarz und weiß, auf ihre Stärken. Sie wird dort aktiv, wo sie ihre Stärken hat, wo sie wirklich was bewegen kann, und zwar im Gegensatz zu den Einzelstaaten viel besser kann. Und sie lässt die Finger von den Punkten, wo sie nicht so gut ist. Und sie überlässt es im Rahmen der Subsidiarität den Institutionen vor Ort, Probleme zu lösen. Und zweitens, die Kommission setzt den Menschen wieder in den Mittelpunkt. Ganz klare Schwerpunktsetzung auf die Verbesserung der Lebensbedingungen in der Europäischen Union. Und das heißt in erster Linie Wirtschaft stärken und damit auch gleichzeitig die Arbeitslosigkeit abbauen. Und Europa hat es auch, wie wir alle dramatischerweise wissen, bitter nötig. Die Arbeitslosigkeit, auch die Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist in manchen Ländern erschreckend. Über 50% beispielsweise in Spanien oder in Griechenland. Da wächst eine junge Generation heran, die ohne Perspektive ist. Und das sind junge Menschen, wenn ich das so sagen darf, die sind etwa in meinem Alter oder ein bisschen jünger als ich. Und die haben keine Perspektive. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich konnte mich davon selber überzeugen, im Gespräch mit diesen jungen Menschen wird schon auch deutlich, wenn man nach Griechenland beispielsweise reist, da leisten viele Einzelne Herausragendes, um sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Aber sie können es manchmal nicht alleine schaffen, sondern brauchen die Europäische Union, die ihnen Hilfestellung bietet, Hoffnung bietet und konkrete Perspektiven auch aufzeigt. Und diese Perspektiven und die Hoffnungen, die verspricht auch auf dem Papier das Arbeitsprogramm 2015. Und wenn man da reinschaut, dann sieht man auch, dass das Investitionsprogramm ein Teil des Ganzen ist. Aber als Bildungs- und Forschungspolitikerin muss ich sagen, da muss ich auf einen Malus hinweisen. Mit dem neuen, weltweit größten Forschungsprogramm Horizon 2020 hat die Europäische Kommission ein sehr gutes Projekt gestartet. Da stecken viele Milliarden Euro drin und es sind definitiv Investitionen in die Zukunft. Aber leider muss in diesem Zusammenhang gesagt werden, dass aus diesem Programm einige Milliarden, 2,7 um genau zu sein, rausgezogen werden und in das Investitionsprogramm rübergeschoben werden. Faktisch wird gekürzt. Und es muss uns doch allen klar sein, diese Milliarden, die herausgezogen werden, müssen weiter reserviert bleiben für den Forschungsbereich. Es ist ganz wesentlich an der Stelle, dass wir weiter in technologische Entwicklung investieren, dass wir weiter in Wissenschaft investieren, in Entwicklung investieren. Das sind wesentliche Punkte. Es kann nicht nur immer um Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen gehen. Es muss auch um Forschung gehen, denn das bringt uns weiter für die Innovationsfähigkeit und für die Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Welt ist es unumgänglich. Trotz dieses Maluses, ich bin ja Optimistin, kann man unterm Strich sagen, das Arbeitsprogramm als Ganzes ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Schwerpunktsetzung ist ganz deutlich, eine klare Signalwirkung. Und ich möchte an der Stelle auch jemanden danken, der zwar nicht der Kommission angehört, aber trotzdem sehr großen Einfluss darauf genommen hat, insbesondere darauf, dass sich die Europäische Union jetzt auf das Wesentliche konzentriert. Und das ist der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber. Er hat auch dafür gesorgt, dass die Handschrift der CSU in dem Programm gewährleistet ist. Ich kann sagen, sowohl die Neustrukturierung der Kommission, die Verschlankung der Arbeitsweise der Kommission, ein Punkt aus unserem Wahlprogramm für die Europawahl. Klar und deutlich wird, die Konzentration auf die 23 Schwerpunktbereiche zeigt schon deutlich, wie effizient auch die Kommission arbeiten kann, wenn sie es denn will. Mehr Mitsprache bei der Entstehung des Programms. Auch eine Forderung aus unserem Wahlkampf. Ganz klare Sache war
dieses Mal bei der Entstehung des Programms, dass die Mitgliedstaaten und auch das Europäische Parlament mitgenommen worden ist, abgestimmt worden ist. Man hat endlich mal im Vorfeld darüber gesprochen, bevor es präsentiert wurde. Und drittens weniger Bürokratie. Auch eine Forderung aus dem Wahlkampf, auch umgesetzt und im Übrigen auch schon im Vorfeld durch unseren Sonderberater für Bürokratieabbau Edmund Stoiber, der in seiner Tätigkeit schon bis 2014 über 33 Milliarden Euro Bürokratiekosten eingespart hat. Meine Damen und Herren, der selbstgewählte Titel des Arbeitsprogramms Ein neuer Start ist ein guter Titel. Jetzt muss man dafür sorgen, dass es in der konkreten Umsetzung nicht nur bei der Reklamewirkung bleibt, sondern vor allem auch sich in der Realität zeigt, wie gut dieses Programm sein kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache.